Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hydroneer, wo ich im Moment nicht weiß, geht die Sonne unter oder geht sie auf? Habe ich in der letzten Folge geschlafen oder nicht? Da ist überall gleich. Wird es heller? Nee, oder? Ich gehe einfach mal schlafen. Huch, die ist ja aus. Aha. Ja, da geht die Sonne auf. Ja, wunderbar. Es war also Abend. Gut. So, hier könnte ich ein bisschen was nachlegen. Achso. Ist kein Wasser an. Oh ja, wir haben da ein bisschen was an. An Kristallen haben wir da. So, kein Problem. Die werden wir los. Da, da, da. So, einmal rein mit dem ganzen Zeug. Wunderbar. Und du auch noch. So, bringt zwar nicht allzu viel, weil das nur hier... Ich bin schon wieder zu nah am Mikrofon. Weil das ja nur hier für dieses Band im Endeffekt ist. Aber hey, was soll's? Hauptsache es läuft alles. So, hier ist überall noch genug drin. Schauen wir doch mal hier. Ist auch voll. Da ist auch genug drin. Ja, sehr schön. Gucken wir mal hier am Start des Ganzen. Hopp. Auch noch voll. Wunderbar. Ja, komm, weißt du was? Dann drehen wir doch mal auf. Ach so, muss ich jetzt? Jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass es hier wieder staut. Nein, geht direkt los. Wunderbar. So. Ja. Dann nehme ich das ganze Ding mal mit runter in den Keller. Und wir schauen da mal, ob wir hier noch... Ach so, da habe ich ja auch noch einen stehen. Hoppala. Ja, da ist auch noch voll. Und die hier. Ja, da ist... Und hier ist da auch noch eins drin. Ja, da ist auch noch eins da hinten. Die sind auch alle. Ja, die sind auch bis nach oben hin voll. Okay, wunderbar. Das heißt, hier läuft alles. Es ist sehr laut da unten. In unserer Bohrerhölle. Bohrerhöhle? Höllenhöhle? Höhlenhölle. Naja. So. Okay, was habe ich denn vor in dieser Folge? Vielleicht mal Kohle machen. Oder habe ich schon Kohle gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. 122.000. Ich glaube, ich habe noch keine Kohle gemacht, oder? Oh, hier ist ein Klumpen. Hallo, Klumpen. Geh mal da rein. Der ist irgendwie rausgehümpelt. Woran erinnert mich dieses Lied? Ah ja, an GTA. GTA Vice City. Habe ich neulich wieder irgendwo gesehen auf YouTube irgendwas über GTA. So, einmal pressen. Und da hat es mich dran erinnert. Ich weiß auch nicht warum. So. Soll ich hier mal... Ja, komm. Ich leere die mal aus. Aber erst dann, wenn gerade nichts mehr reinfällt. So. Ja, da ist jetzt schon eins dazwischen gefallen, glaube ich. Naja, egal. So, dann... Boah, da kommt ja was raus. Das ist ja der Hammer. Zack, 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 bum, bum, bum. So, mal den hier zerlegen. Oh, okay. War wohl doch noch nicht so viel.
Naja, egal. So haben wir wenigstens gleich kleine und ich muss nicht hier 50 Mal durchsägen. So, dann heißt das, der ist auch noch nicht... Ja, der ist auch noch nicht wirklich. Okay, gut, dann lasse ich das also alles noch ein bisschen laufen. Alter Schwede, wie das Zeug hier reinfällt. Ist ja der Oberhammer. Da purzeln die Sachen nur so durch. So, genau. Da fällt mir ein, ich habe ein Anliegen an euch. Wenn ich den Barren hier reinbekomme. So, jetzt. Und zwar habe ich eventuell noch Kapazität für ein drittes Let's Play. Ich habe es in Lumberjacks Dynastie schon erwähnt. Aber ich erwähne es hier gern auch nochmal. Und zwar, ja gut, Kapazitäten, ja, kann man so nicht sagen. Ich gehe mal nebenher irgendwas Produktives machen, während dem Erzählen. Nehme ich mir ein bisschen Geld mit. Aber nur ein bisschen. So. Ja, das war sehr... Hat sehr gut funktioniert. Wie viel sind das? Man sieht es nicht. 3000, okay. So, die nehmen wir mit. Rest packen wir wieder. Hoppala. Rest packen wir wieder zusammen. So. Und so. Da waren es wieder 118. So, und zwar. Passt mal auf. So, wir, beziehungsweise ich, schätze, dass ich noch ein bisschen Kapazitäten habe beim Aufnehmen. Ach, der Schatten. Der ist immer noch da oben. Herrlich. Ja, am Wochenende kann ich meistens recht viel aufnehmen. Jetzt im Moment, ja, nein, das sollte eigentlich das Aufnehmen nicht beeinträchtigen. Wir müssen ein bisschen Überstunden machen in der Firma. Bisschen viel sogar. Aber, ja, das, ist besser als arbeitslos sein oder dass die Firma zu wenig Aufträge hat. Also lieber Überstunden. Was wollte ich eigentlich kaufen? Verdammt! Was wollte ich holen? Ich hab's vergessen. Ja, noch mehr. Ich glaube, ich wollte noch mehr Betonplatten holen. Ich muss mal einen Schluck trinken hier von meinem Tee. Mein Stimmenbalsam-Tee. Dass meine Stimme nicht ganz so räuspernd sein muss. Ja. Oh ja, so ist besser. Ja, und zwar müssen wir zwar in der Arbeit Überstunden schieben, aber... Oh, da ist ja auch noch was drin. Na ja, gut, okay. Aber das pikiert eigentlich meine Aufnehmzeit nicht, da das ja alles... Ja, bis in die frühen Abendstunden stattfindet. Und wer mich kennt, der weiß, ich nehme erst dann auf, wenn alle im Bett sind. So, machen wir gleich zwei. Und das heißt, ja, ob ich jetzt um 5 Feierabend mache oder um 6:30, schenkt sich da dann nach hinten raus nicht viel, da ich erst so gegen 22 Uhr anfange mit aufnehmen. So, auf jeden Fall. Ist es dann so, dass freitags, ja, da kann ich dann meistens ein bisschen länger aufnehmen. Beziehungsweise samstags, je nachdem. Und da habe ich mir überlegt, könnte ich ja eventuell noch ein drittes Let's Play einschieben. So, also quasi, dass es 3 Folgen am Tag gibt. Dann hättet ihr 60 Minuten Los Osos Geschwafel. Gut, in Guantanamo Bay nennt man sowas Folterung. Ich, ja, nenne das selbst schuld. Wer mir zuschaut, der muss auch damit rechnen, dass ich eventuell dann sogar noch ein bisschen was mehr raushau. Nein, auf jeden Fall, könnte das theoretisch machbar sein. Huch. Nein, jetzt. So. Dass ich tatsächlich hinbekomme, 3 Let's Plays rauszuhauen. So, jetzt ist aber die Frage, was? Was soll ich denn spielen als drittes Spiel? Also wir haben
Lumberjacks Dynastie. Wir haben hier Hydroneer. Und was wäre denn das dritte? So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Und zwar hätte ich gern von euch, also von dir, Sonne, nein, also von dir, fühl dich angesprochen. Du, hier vorm Bildschirm oder vorm Smartphone oder vorm Tablet oder wo auch immer. Schreib mir doch bitte in die Kommentare, was ich denn noch spielen könnte. Sollte natürlich was sein, das ihr dann auch schaut. Also, nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, spiel doch Abenteuer auf dem Ponyhof. So, ich werde es mir nicht angucken, aber spiel's doch mal. Ich will einfach, dass da noch was kommt. Nein, natürlich irgendwas, das ihr auch gern sehen würdet. Ja, denn ich habe einiges an Spielen da. Mein Steam-Account ist voll. Aber, ja, nicht alles natürlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, dann ist das nächste Ding. Spaß machen muss es mir natürlich auch. Denn irgendwas, das mir keinen Spaß macht, ja, werde ich nicht unbedingt spielen. So, jetzt ist aber tatsächlich leider so, dass viele Dinge, viele Spiele, die so gespielt werden, von anderen, ich mir da ein bisschen reinschaue und dann denke so, nee, ist nichts für mich. Oder mir auf Steam irgendwas anschaue und denke, ist nichts für mich. Was dann aber eventuell, wenn jemand sagt, hey komm, oh, guck, spiel das auf jeden Fall, das ist voll cool und ich schaue dir dann auch zu und gebe dir eventuell Tipps oder irgendwie sowas. Dass ich dann, ja, mich eines Besseren belehren lasse. Und vielleicht macht es ja dann doch Spaß. So, und ich habe aber keine Idee. Ich kann euch ein paar Eckpfeiler geben. Also Strategie hatten wir ja schon lange nicht mehr. Aufbaustrategie. Weiß ich nicht, wie... SimCity? Nein, wie heißt's? Dieses Städtebauspiel, ne? City Skylines. So, in die Richtung. Oder Anno, oder irgendwie sowas. Da hätte ich tatsächlich sogar mal wieder Bock drauf. Irgendwie so ein Strategieding. Entschuldigung. Oder aber, wo mir auch gerade die Finger danach brennen, irgendwas Schönes, Survivaliges. So, sollte aber am besten irgendwas Neues sein. Nichts Altes, was jetzt schon 5 Jahre alt ist oder so. Alt und durchgekaut. Hat man alles schon gesehen, habe ich eventuell schon Let's Play gesehen und dann, ja, wäre ich ja schon gespoilert. Es ist auch so, dass ich täglich auf Steam nach Neuerscheinungen durchforste. Aber da ist irgendwie im Moment nichts dabei, das mein Zahn triggert. Ich habe da einen speziellen Zahn und der will getriggert sein. So, und dann denke ich mir, okay, das guckst du dir jetzt an. So, war aber bisher nichts dabei. Neuerscheinungen, Early Access ist irgendwie sowas, war leider nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, da mache ich ein Let's Play von. Ja genau, das sage ich dann auch immer. Na komm schon. Na schmeiß es einfach hin. Na ja, was denn? So. Wir fahren nach Hause, es wird dunkel. Oh, ich nehme mein Geld mit. Räuber. Banditen. So. Wollte ich noch was? Ich wollte vielleicht mal noch ein Haus bauen. Naja gut, jetzt haben wir erstmal ein paar Beton. Fundamente. Fundige Fundamente. Ja, nein, auf jeden Fall. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wenn ihr sagt, oh ja, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn Los Osos das zockt. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ob das was für mich ist oder nicht. Und ja, mir wäre lieb, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Mainstream-Ding wäre, was halt jetzt gerade jeder zockt, nur weil es jeder zockt. Wie zum Beispiel Among Us oder Phasmophobia. Das sind so eine Dinger, ja, die zocken sie halt, weil sie gerade jeder zockt. So,
Und Phasmophobia und Among Us ist einfach was, wo halt... Oder Amongst Us, oder ich weiß nicht, wie es genau heißt. Das mit diesen komischen Knubbeln da, die da... Hey, warum liegt hier überall Erde rum? Was soll das? Die komischen Knubbel, die da so irgendwie... Einer davon ist irgendwas und der andere ist was anderes und ja. Grafisch absolut kacke. Spieltechnisch vielleicht ganz lustig, aber nur... Jetzt kommt das Aber. Es wird dunkel. Ich geh schlafen. Ja. Aber nur, wenn man mehrere Spieler ist. Also entweder schizophren oder... das ist ja süß klein geworden. Oder sowas. Also oder Multiplayer oder Freunde hat. Mit denen man zusammen spielen kann. So, ich habe keine Freunde, mit denen zusammen ich spielen kann. Also ich hätte schon welche, aber die wollen nicht in meinen Aufnahmen erscheinen. Und deswegen... Hey, warum ist das hier nicht fest? Das geht ja so nicht. Also die wollen auf jeden Fall nicht in meiner Aufnahme mit drin sein. Ach, das war nur das eine. Okay. Und deswegen spiele ich mit denen eher so... Ja, privat, sag ich mal. Wobei ich nur noch sehr, sehr selten privat spiele. Aber ja, die wollen halt da nicht so gern dabei sein. Die sind auch, ohne jetzt jemand auf den Schlips zu treten, nicht unbedingt Let's Play tauglich. So, was ist hier los? Wo ist der jetzt hingeflogen? Ach, darüber. Ich dachte schon ins Weltall. Ja, auf jeden Fall, so Sachen... Phasmophobia oder Among Us, Amongst Us oder wie es auch heißt. Hey, da ist gerade schon wieder was weggeflogen. Ich hab's doch gesehen im Augenwinkel. Und warum ist der... Mama, wollt ihr mich verarschen? Was ist da los? Das war doch gerade... Ich hab's doch gerade festgemacht. Ist das ein bisschen buggy? Kann das sein? Naja. Oh, da sprüht's. Da sprühen die Funken. Ja, auf jeden Fall halt irgendwie nicht so krass Mainstream. Wäre mir lieb. Denn, wie gesagt, nur weil es alle spielen, muss ich es nicht gespielt haben. Und es soll schon, wie gesagt, Spaß machen. Aber mir fehlen halt im Moment einfach die Ideen. Wie gesagt, ich stöber Steam schön durch. Ob ich da irgendwas sehe. Ist das jetzt schon wieder... Ne, jetzt ist es fest. Ob ich da irgendwas finde, mit dem ich mich anfreunden kann, spieletechnisch. Aber, ja, im Moment ist irgendwie gerade ziemlich mau. Ziemlich Flaute. Soll ich das so? Nee. Nee. Ich mach da lieber hier. So. Ja, irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwas, vielleicht so ein Underdog oder so. Deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr da so für mich hättet, wo ihr gerne auch mal zuschauen würdet. Oh. Natürlich als drittes Let's Play. Ich denke mal, dass ich das hinbekommen werde. Dass ich dann 3 Folgen am Tag raushauen kann. Also nicht 3 Folgen von einem, sondern halt, ja, 3 verschiedene Sachen. So. Deswegen, wie gesagt, meine Bitte an euch, schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch so einfällt, was ich spielen könnte. Und dann schaue ich, ob es gut ist, ob es für mich in Frage kommt. Und ob ich es habe eventuell oder ob ich es noch holen muss, je nachdem. Aber dann, ja, habe ich zumindest mal ein paar Anreize, ein paar Ideen. Muss nicht so oft räuspern vielleicht. Da bin ich übrigens auch gerade dran. Habe ich mit einer befreundeten Sängerin habe ich gesprochen, was die denn so macht, um ihre Stimme sauber zu kriegen. Also die Stimmbänder. Und ich habe da jetzt so ein paar Tipps. Da gibt es so ein paar kleine Hilfsmittelchen. Huch. Um die Stimme vor einer Aufnahme oder vorm Singen ein bisschen ja, zu reinigen, zu warm zu singen quasi. Naja, warm singen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber
ja, ihr wisst, was ich meine. Dass ich nicht so oft räuspern muss. So, ich hoffe mal, dass ich das dann auch hinbekomme. Denn im Moment ist es immer noch so, dass ich immer noch... Aber Tee ist schon mal ein Anfang. So, ich trinke nämlich gerade im Moment keinen Kaffee, sondern einen Tee. Ich trinke normalerweise nur Tee, wenn ich mit 40 im Fieber lieg. Bin ja schon 35, dauert nicht mehr lang. Nein, bin noch nicht 35, aber ja, bin 34. Da muss ja alles seine Richtigkeit halten, haben. So, nein, wenn ich mit 40 Fieber im Bett liege, so würde ich sagen, dann trinke ich mal einen Tee. Wobei Tee gar nicht so schlecht ist. Schmeckt irgendwie mit viel Zucker oder Honig, je nachdem, was schneller in der Tasse ist. warum räume ich die mal wieder auf? Kann ich die vielleicht mal hier lassen? So. Ja, auf jeden Fall trinke ich schon mal Tee. Das ist schon mal gut für die Stimme. Und man merkt auch, dass nach jedem Schluck dieses, das Belegte der Stimmbänder, dieser Schleim auf den Stimmbändern, den ich abends irgendwie immer bekomme. Ich weiß nicht, warum abends immer nur. Huch, das ist das Mikro. Das wird vom Tee schon deutlich besser. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass ich einfach abends die Stimme nicht so zusetzt. Dass sich die Stimme nicht so zusetzt. Aber das kriege ich auch noch hin. So, also auf jeden Fall, schreibt's in die Kommentare, was ich spielen soll. Ich bin ratlos. Falls ich natürlich irgendwas finden sollte, die Tage bei Steam, dann bin ich ja versorgt in dem Sinne. Aber ich lese ja, wie ihr wisst, alle Kommentare. Alle, bisher. Es sind ja noch nicht 10 Millionen am Tag. Deswegen kann ich die alle schön lesen, beantworten, mir durch den Kopf gehen lassen und so weiter. Und ja, deswegen lese ich auch, was ihr mir schreibt. So. Ja. Also gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Hydroneer. Und vielleicht auch bald nochmal bei was Neuem, was euch so Spaß macht. Wie gesagt, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare, was euch so einfällt, wo ich dann auch, also wo ihr dann natürlich auch zuschauen würdet. So, den setze ich noch. So, fertig. Und jetzt, bis morgen. Tschüss.